Der erste Arc von Hunter x Hunter. Was war der düsterste Moment, als ihr richtig Gänsehaut bekommen habt und einfach nur dachtet, oh mein Gott. Darum soll es im heutigen Video gehen. Lasst es uns mal abchecken. Let's go! Auf diesem Kanal dreht sich alles um den Anime Hunter x Hunter. Also, falls du keine Videos mehr verpassen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal und aktiviere außerdem auch noch die Abo-Glocke, dass du auch immer eine Nachricht kriegst. Der erste Arc fängt sehr harmlos an, wir wissen es. Unser Protagonist, also unser Gonny Boy, will seinen Vater finden und die Hunter-Prüfung absolvieren. Doch es wird sehr schnell klar, dass diese Hunter-Prüfung alles andere als einfach ist. Nein, es hat schon einige Todesopfer gefordert, also das Leben steht auf dem Spiel. Dann haben wir natürlich auch noch einige interessante Charaktere wie Hisoka, wo man sehr schnell gemerkt hat, dass er ziemlich badass ist und einfach ein Psycho. Und dann haben wir den Moment, als Killua diesem Verbrecher in diesem Gefängnis einfach mit bloßen Händen das Herz rausgerissen hat. Das war auf alle Fälle ein badass Moment, wo man einfach dachte, what the fuck? Und man hat einfach gesehen, zu was Killua fähig ist. Dann hatten wir natürlich auch noch Kitarakuru, der voll mit Nadel am ganzen Körper besetzt war. Der war für mich eigentlich der interessanteste, weil man nicht wirklich wusste, wer er ist und einfach halt seltsam war. Man wusste einfach, ey, er hat etwas mit Hisoka zu schaffen, aber was genau war eigentlich auch offen. Ab nun auf den Punkt zu kommen, welcher Moment am Ende des Tages wirklich für mich am meisten Gänsehaut bereitet hat, ist das erste Treffen zwischen Killua und seinem Bruder Illumi. Und ja, wir haben ja schon einiges von der Familie Soldig mitbekommen, aber das klang jetzt nicht gerade sehr positiv. Das erste Treffen zwischen Illumi und Killua hat für mich einfach am meisten Gänsehaut bereitet. Es war einfach krass. Und von Nen hatten wir bis dahin ja eigentlich keinen Plan. Als erstes einfach sein Auftreten. Ey, wir wissen, was Killua drauf hat. Und man sieht, ey, Killua hat einfach Schiss. Und einfach die ganze Aura, die er ausstrahlt, das war einfach sehr, sehr nice. Und wir hatten ungefähr eine Vorstellung, wie stark es sein könnte. Aber es ist nicht nur das Erscheinungsbild. Nee. Sondern auch der Inhalt, was er zu Killua sagt, warum ich diese Szene sehr heftig finde und für mich eigentlich das goldene Finale dieses Arcs war sozusagen. Also als erstes sagte, ja, ich werde eigentlich die Hunter-Prüfung bestehen, aber wenn ich jetzt jemanden töte, dann würde er durchfallen. Aber dann hat er einfach gefragt an Netero, ey, kann ich die Prüfung ablegen und dann alle anderen töten? Und Netero natürlich so, ja klar, das verstößt nicht gegen die Regel. Da dachte ich einfach, ey, what the fuck, okay, alles klar, ist klar. Und dann halt zu Killua, du gehörst zur Familie, du bist ein Assassine, du brauchst keine Freunde. Und wenn du halt nicht nach Hause gehst, dann werde ich einfach deinen Freund Gon töten. Inhalt dieses Satzes, das hat mich einfach, ich war einfach nur sprachlos. Und generell einfach die ganze Szene zu Killua, hatte ich einfach nur Gänsehaut, Leute, einfach nur Gänsehaut. Und am Ende sagt er auch noch zu Hisoka, dieser Gon könnte gefährlich sein, wegen der Freundschaft und so, vielleicht sollte Gon trotzdem besser töten. Doch dann hat natürlich Hisoka gesagt, ey, wenn du das machst, töte ich dich. Also er hat es sein lassen, aber diese Freundschaft zwischen Gon und Killua hat auf alle Fälle ein Dorn im Auge gesehen. Zum Glück hat es am Ende nicht gemacht. Danke Hisoka, danke dafür. Da sieht man halt schon, wie bad es Illumi ist. Na klar, man könnte sagen, ja, hat es für die Familie gemacht. Zusammenhalt ist ja wichtig. Aber das Ding ist, Killua wollte kein Assassine mehr sein. Und da ging es wohl weniger um die Familie, sondern mehr darum, dass Killua eben zum Assassinen wird. Und außerdem, ey, dein Bruder hat jetzt endlich einen Freund gefunden und du willst sie trennen oder sogar seinen besten Freund töten.
Ey, was bist du für ein schlechter Bruder, Illumi? Du enttäuscht mich. Wenn ihr euch generell für Illumi interessiert, habe ich oben rechts ein Power Level verlinkt. Und zwar Illumi gegen Hisoka. Ihr könnt das gerne mal abchecken. Das ist der Moment im ersten Arc, der einfach gefühlt eine der krassesten Szenen ist. Das war der Moment im ersten Arc, der einfach unglaublich viel Gänsehaut bereitet. Wo man einfach denkt, ey, what the fuck, was geht denn hier ab? Wie war's denn bei euch? War's auch dieser Moment, wo ihr am krassesten fandet? Oder welcher Moment im ersten Arc hat euch Gänsehaut bereitet und war einfach für euch persönlich enorm düster? Dann haut das in die Kommentare, das würde mich interessieren, wie ihr dazu steht. Ich bin damit raus und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, es ist Mittwoch, Zeit für ein neues Hunter-Hunter-Video. Haut rein, Leute, euer Meruem Boy. Ciao, ciao.